Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Taladir. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. So. Space Mayonnaise Piper, bitte komm. Du läufst schon wieder einen Müll zusammen. Naja, dann egal. So, wir begeben uns jetzt auf den Weg zu Paladin Danse, auch genannt Buzz Lightyear. Jedenfalls sieht er so aus. Und wenn du irgendwas Böses machst, ich schwöre es dir, ich schmorsch alle tot. Also eigentlich dürfte ich gar keine Beziehung irgendwie zu Paladin Danse haben, weil er hat mich halt irgendwo hingeschickt und ist halt mit mir irgendwie in so ein komisches Dingsbums reingekommen oder reingegangen, weil er da irgendwas drin machen wollte, musste, wie auch immer, das ist alles schon viel zu lange her. Und viel geredet haben wir nicht wirklich. Also ich bin zwar jetzt irgendwie hier so Mitglied der Brotherhood of Steel. Have you ever fired a minigun? Choose through ferals like paper. Mein Freund, ich habe eine Laser Gatling Gun, also die physische. Guck mal deine Rüstung an, wie die aussieht. Also, ne? Weiter blöd rumstehen. So. Ja, wie gesagt, ich finde das einfach. So, man. Es geht einfach alles hier viel zu schnell. Klar, verstehe ich auch, dass sie nicht die ganze Charakterentwicklung und so weiter und so fort irgendwie ganz, ganz lange machen können, weil dann springen die Leute ab und die haben da alle keine Lust drauf und bla und hast du nicht gesehen. Aber es ist halt doch alles schon sehr, sehr schnell und nach der kurzen Zeit soll man sich halt irgendwie. Yo. Ja, und ich weiß einfach nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal. Da oben müssen wir hin. Das ist der andere Punkt. Achso, das ist nur ein Marker. Okay. Damit ihr uns nicht weiter verwirrt, haben wir den mal entfernt. Oh nein! Die bösen Sins. Sins Zen, we had a problem. Wie ich halt schon anfing zu sagen, das sind halt alles so eine. Es geht halt alles viel zu schnell, als dass du dir wirklich irgendwelche Gedanken um die Leute hier machst. Jedenfalls geht's mir so. Wenn ich das so vom Grundgerüst und vom Gefühl her und so weiter mal irgendwie auf ein anderes Spiel ummünzen kann, darf, sollte, wie auch immer, ich mach's einfach mal, weil das ist halt mein Video und so, dann fällt mir halt da irgendwie nur Mass Effect ein und, ja, keine Ahnung. Da war das halt irgendwie wesentlich besser und größer und du hast halt wirklich, insofern du dich halt auf das Spiel eingelassen hast, ja, da mitgefühlt. Ich sage jetzt mal Spoiler für Mass Effect 1, was schon ein bisschen älter ist. Falls ihr es nicht hören wollt, schaltet eine Minute ab. Oder Ton weg und dann könnt ihr gleich wieder weiter gucken. Es geht nämlich los in 3, 2, 1. Bei Mass Effect 1, als man sich entscheiden musste, ob man diesen Caden Alenko oder. Oh Gott, wie hieß sie denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall die alte, die diese N7-Tante da im. Als man sich zwischen denen entscheiden musste, wie er zurückbleibt, damit die Bombe halt Bumm macht. Das war halt so ein Ding, vor der Entscheidung stand ich halt wirklich eine Dreiviertelstunde, weil ich nicht wusste, wen ich da lasse. Und das fand ich schon wirklich, wirklich sehr, sehr krass, weil. Ja, keine Ahnung, du hast dich halt irgendwie mit den Leuten halt mehr oder weniger halt angefreundet. Du hast halt
wirklich viel mit denen erlebt. Und das war halt auch erst gegen Ende des Spiels. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hier Fallout noch geht. Das kann ich nicht sagen. Sind das Böse? Bist du ein böses Turret? Du bist ein böses Turret. Du warst ein böses Turret. Und da kommt böse, da kommt böse. Piper! Ah, Piper, danke schön. Du hast mich gerettet. Du bist Schönste. Ja, du hast halt eine Beziehung zu denen aufgebaut und hier geht das halt alles wirklich so unglaublich schnell. Waren hier nicht zwei? Ach, da liegt er. Ovenmitz. Nee, wir wollen keine Ovenmitz. Ja, und wie gesagt, ich finde das halt sehr, sehr merkwürdig, dass du halt hier so hingestellt bist. So, er war doch dein Freund und er hat so viel für dich getan. Hat er das? Weiß nicht, er hat halt gesagt so, ey, ich bin einer von der Brotherhood of Steel, hast du Bock mitzumachen? Och ja, ich hab grad irgendwie nichts zu tun, da kann man schon mal mitmachen. Was willst du? Oh. Sorry, Vieh. Plopp. Ja, das war halt so das Einzige, was halt... Paladin Dance, mein Freund, seit Ewigkeit für mich getan hat. Aber nichtsdestotrotz will ich ihn halt nicht umbringen, weil... Ja, auch wenn er halt ein Simp ist, er hat halt nichts in dem Sinne Böses getan, nur weil die jetzt herausgefunden haben, der ist ja eine Maschine. Aber eigentlich war er so der Beste und... Rütütü und Trötrötrö. Meh. Da, du, hallo? Ultimative Waffe für diese Art von Geschütz. Naja, haben wir die auch mal ausprobiert. Schön. Was haben wir hier? Space Waffe. Okay, auf der 7 haben wir nichts. Die haben wir lange nicht mehr benutzt. Benutzen wir die einfach mal wieder. So, locate Paladin Dance. Gib mal deine Munition. Hunting Riffel. Nein, es sollte jetzt nicht creepy sein, dass ich Piper angucke und dann das Dingsbums. Elevator is not functioning. So, power to elevator. Wie gesagt, ich will ihn nicht umbringen, weil er hat in dem Sinne ja nichts falsch gemacht. Er hat halt sich als einen Brotherhood of Steel Soldaten ausgegeben. Ja, aber... Also ich bin halt der Meinung, wenn er sich halt nicht zu Schulden hat kommen lassen, warum denn nicht? Was war das jetzt? Haben die dich umgeschossen, Piper? Sehr unfair. So, bop, bop, bop. Metergeschosse, das Ding, Zigarrenbox. Ich weiß, ich habe ihn da hinten schon gesehen, wie er da rumsteht. Aber das ist mir im Moment
Egal, weil ich hier noch Zeug zu looten habe. I'm not surprised Maxon sent you. He never liked to do the dirty work himself. Why didn't you tell me, Dance? Because I didn't know. Until Quinlan got that list decoded, I thought synths were the enemy. I never expected to hear that I was one of them. If it wasn't for Halen, we wouldn't even be having this conversation. So, what are your orders? Does Maxon even want me alive? Don't be ridiculous. Look, I'm not blind to the fact that this must be difficult for you. I wish Maxon had sent someone else, but that doesn't change a thing. I'm a synth, which means I need to be destroyed. If you disobey your orders, you're not only betraying Maxon, you're betraying the Brotherhood of Steel and everything it stands for. Synths can't be trusted. Machines were never meant to make their own decisions. They need to be controlled. Technology that's run amok is what brought the entire world to its knees, and humanity to the brink of extinction. I need to be the example, not the exception. The empathy that you're showing me, it's a human emotion. I appreciate what you're trying to do, but I've made my decision. I'm ready to accept the consequences of my true identity. Maxon's ordered you to execute me, and I'll be damned if I'm going to stand in your way. I won't do it, Dance. I can't believe you'd risk your life just to keep me alive. Why would you do that for me? I've already lost my family. I don't want to lose my friend. You're right. How could I have been so blind? I should consider how my death might affect the people that care about me. People like you and Halen. Perhaps now that you've opened my eyes, I can consider my next move. What's our next move? You need to continue your fight against the Institute. I have my own path to follow. The only clear choice is for me to leave the Commonwealth. The sooner I make for the border, the sooner I put this behind me. Take my holotags. Use them to prove that your mission was a success, or Maxon will just send someone else to hunt me down. Now, come on. Let's get the hell out of here. Okay. Ich bin sehr erleichtert, dass es so ausgegangen ist. Wie gesagt, auch wenn er mir, also mir persönlich, jetzt hier Taladir, der Spieler, nicht wirklich so viel bedeutet hat, war es einfach nur, oder wäre es falsch gewesen, ihn umzubringen, und darauf habe ich halt keine Lust gehabt und ja. Naja. Schauen wir mal, was das bringt. Ich glaube, der Typ wird wieder ein bisschen rumragen. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Hast du meine Rüstung jetzt schon kaputt gemacht? Oh, Piper. Oh, Piper, Schnucki, Mausi, Hasi, Pupsi. Das ist ein Geschenk der Liebe gewesen und du machst das jetzt schon kaputt. Na gut, du kommst. Kommst du? Yeah, sehr schön. Toll, Piper. Up. Da ist er. Hallo. Du kannst deine Kopffunzel gerne ausmachen, ja? Ist nicht so wichtig, dass du die jetzt anhast. Kling. Ja, aber ich hab so das Gefühl, wenn wir jetzt die. Ja. How dare you betray the Brotherhood? It's not his fault. It's mine. I'll deal with you in a moment. Knight, why has this thing not been destroyed? He's still alive. Because you're wrong about him. Him! Dance isn't a man. It's a machine. An automaton created by the Institute.
It wasn't born from the womb of a loving mother. It was grown within the cold confines of a laboratory. Flesh is flesh. Machine is machine. The two were never meant to intertwine. By attempting to play God, the Institute has taken the sanctity of human life and corrupted it beyond measure. After all I've done for the Brotherhood, all the blood I've spilled in our name, how can you say that about me? You're the physical embodiment of what we hate most. Technology that's gone too far. Look around you, Dance. Look at the scorched earth and the bones that litter the wasteland. Millions, perhaps even billions, died because science outpaced man's restraint. They called it a new frontier and pushing the envelope, completely disregarding the repercussions. Can't you see the same thing is happening again? You're a single bomb in an arsenal of thousands, preparing to lay waste to what's left of mankind. Dance wants to save mankind, not destroy it. You're as delusional as you are insubordinate. How can you trust the word of a machine that thinks it's alive? A machine that's had its mind erased, its thoughts programmed, its very soul manufactured. Those ethics that it's striving to champion aren't even its own. They were artificially inserted in an attempt to have it blend into society. It's true. I was built within the confines of a laboratory. And some of my memories aren't my own. But when I saw my brothers dying at my feet, I felt sorrow. When I defeated an enemy of the Brotherhood, I felt pride. And when I heard your speech about saving the Commonwealth, I felt hope. Don't you understand? I thought I was human, Arthur. From the moment I was taken in by the Brotherhood, I've done absolutely nothing to betray your trust, and I never will. It's too late for that now. The Institute has foolishly chosen to grant you life. You simply should not exist. I don't intend to debate this any longer. My orders stand. It's all right. We did our best. You convinced me that I was wrong to be ashamed of my true identity, and I thank you for it. Whatever you decide, know that I'm going to my grave with no anger and no regrets. Touching. Either you execute Dance, or I will, Knight. The choice is yours. If he dies, what happens to me? Given the circumstances, I'd be willing to overlook this lapse in judgment. The fact that Dance's true nature was hidden from you isn't your fault. Now make your decision, or I will. Nee, ich werde jetzt nicht tun. After all the sacrifices I've made and all the battles I've fought for the Brotherhood, you need to listen to me. You owe me that much. Very well. I'm listening. Whether he's human or not, Dan saved the lives of countless Brotherhood soldiers. Now it's time you saved his. You're a stubborn man. So, it appears we've arrived at an impasse. Allowing Dance to live undermines everything the Brotherhood stands for. Yet you insist that he remains alive. Which leaves me with only a single alternative. Dance, as far as I'm concerned, you're dead. You were pursued and slain by this Brotherhood Knight. And your remains were incinerated. From this day forward, you are forbidden to set foot on the Pridwin, or speak to anyone from the Brotherhood of Steel. Should you choose to ignore me, know you'll be fired upon immediately. Do we understand each other? I do. Thank you for believing in me, Arthur. Don't mistake my mercy for acceptance. The only reason you're still alive is because of him. I'm returning to the Pridwin, Knight. Take some time. Say your goodbyes. And then I expect to see you there. We still have the Institute to deal with. Okay. I need to ask you something. It took a hell of a lot of guts to stand up to Maxim like that. Friends take care of each other, no matter what. That they do. Which is why I've decided to stay here. I didn't plan on spending the rest of my days at this old listening post, but it will have to do. Besides, you're still gonna need my help.
And I'll be damned if I'm gonna let you wander the Commonwealth alone. Now, you better get back to the Pridwin. In the meantime, I'll start making this bunker more livable. If you ever need me, I'll be right here. What about Halen? I don't think Maxon knew she was involved, so she'll be safe. I'll contact her and let her know what happened here. It's the least I could do. Goodbye, Dance. Farewell. I hope the next time we meet... No prisoners! Falsche Waffe. Immer noch falsche Waffe. Sind die jetzt hingeflogen? Will ich looten? Puh. Ja, wie ihr seht, wir haben es geschafft. Wir haben Paladin Dance gerettet. So wie das auch sein sollte. Er hat nichts Falsches gemacht. Jedenfalls bin ich der Meinung, er hat nichts Falsches gemacht. Wir schauen mal, was da jetzt in der nächsten Zeit so auf uns zukommt. Okay, das ist die Pridwin. ob uns das irgendwie noch kräftig in den Popo beißen wird oder nicht. Puh, das werden wir sehen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass... Nachdem wir mit dem Typen gesprochen haben, mit dem Maxon, dass wir dann aufgefordert werden, so, ey, wie wär's denn mal, wenn du mit Halen sprichst? So, okay. Und die wird sich so sehr freuen, dass dann irgendwas rauskommt und dann werden wir alle sterben und im Endeffekt sind wir dann alle tot, weil wir alle gestorben sind. Oder so ähnlich. Könnte ja passieren. So, dupidupidu. Ja, das ist ja das Ding hier. Hup. Da ist der komische Roboter, der fährt da irgendwo rum. Dieser Deathbot 3000 oder so. Bist du schon unterwegs? Nö. Gut. Gut. Kein Deathbot 3000 unterwegs. Oh, da oben drauf steht auch noch ein Dingsbums, ein Apparello. Ein Selbstschieße-Apparello. Übrigens, der weiß, die machen wir mal kaputt, weil das Erfahrungspunkte sind. Pünf. Piu, piu. Default Radio Signal Found. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der ganze Kram jetzt hier weitergeht. Was das jetzt mit dem Institute auf sich hat, ob da jetzt irgendwie demnächst gesagt wird, yo, lass mal losgehen, lass die mal so ein bisschen kaputt machen. Und dann sind wir hier in 5-6 Episoden durch. Oder ob noch gesagt wird, so, nee, wir müssen noch und machst du, ne? 47. Move along, citizen. Ah. Put. Ceramic Bowl. Ja, hier ist nichts. Protect and serve. Na dann, mach das doch. Wenn du da Freude daran hast, kleiner Roboterfreund, dann tu das. Dann kannst du gerne protecten and serven. Aber mich hält es nicht davon ab, dir deine Aluminiumdose zu klauen. Hm? Ist hier wohl drin? Nice. Äh.
Das ist fies. Brücke? Da vorne. Die Brücke. Yay. Wir gehen mal auf die Brücke. Lululu. So. Wo ist der Piper jetzt? Piper? Da bist du. So, lass mal kurz quatschen. Hey. Shoot. Piper. You look like you could use a pick-me-up. Jo, so in etwa. Och, bleibst du jetzt mal bitte stehen? Thoughts? I can't believe dance was a synth. I mean, I can, because, you know, I've heard him speak. Your thoughts? Doing the right thing rarely makes you popular. But I don't think I could live with myself otherwise. Yep. Nothing else for now. Okay. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt unseren Relationship-Status irgendwie abrufen können. Aber nein, das scheint ja nicht die falsche Seite. Ah, Max, mach bitte nichts Doofes. Du weißt ganz genau, was der Gainer. Du weißt ganz genau, dass ich den Apparello hier habe. Und dass ich mit diesem Apparello euch alle da oben drauf kaputt machen kann. Will das aber nicht. Zwing mich bitte nicht dazu. Und ja, ich gebe jetzt ein bisschen an, dass ich hier so einen Gatling-Laser habe. Ich meine, guckt euch das Teil mal an. Das ist halt so ein Apparello, da kann man schon mal mit angeben. So, hey, ich habe eine X01 Power Armor und ich habe einen Gatling Laser, der stark modifiziert ist. Kannst du schon mal angeben. So, packen wir jetzt weg. So, wenn du mir da jetzt wieder erzählst, dass du irgendwas gefressen hast und kacken musst oder dich übergeben musst, dann gnade dir gut. If Dom and Ugly had a child, it'd be a super mutant. Ganz schön fies. Du wirklich ganz schön, ganz schön. Commonwealth is a huge responsibility. But we'll get the job done. Ja, macht mal. Macht mal. No time to waste when there's work to be done. Dann steh nicht rum. Mach was. Aber nein, ich stehe lieber rum und sag anderen Leuten, dass sie doof sind. So. Ein kurzer Quicksave. Schwindeln. Mal gehen, wie es vom Mal ist. I know you'll do the right thing. Scribe Halen. I know you'll do the right thing. Okay. Okay. Das hätte jetzt auch gewaltig anders ausgehen können. Halt die Klappe. Und? Ich hab davon mehrere umgebracht. Jetzt soll er mal nicht so tun. So, er hat eine Deathclaw umgebracht. Pfeifen, ey. So, na dann. Wollen wir mal. Reporting is ordered, Elder. Before we continue, I want to make one thing clear. This conversation will be the last time we speak about Dance. As far as the Brotherhood of Steel is concerned, he's dead. Do you understand? You're not gonna have him killed behind my back, are you? I'm a man of my word, Knight. If he remains invisible to the Brotherhood of Steel, he has nothing to fear. Of course. Dance's execution creates a missing link in our chain of command. That traitor held quite an important position with us. I'm certain that you'll make a fine replacement. Ooh. His quarters and all his possessions are now yours, including his personal suit of power armor.
Congratulations, Paladin. I won't disappoint you, Elder. Had I even a single doubt in my mind, I wouldn't have awarded you the promotion. Just be aware that a Brotherhood Paladin is expected to be a symbol of integrity to our brothers and sisters. I trust you won't disappoint them, or disappoint me. In any event, we still have the Institute to contend with, and a lot of work to do before we can begin our final assault. While the finishing touches are being put onto Liberty Prime, Captain Kells has identified a potential threat to our operations. Report to him immediately for your next assignment. Ad Victorium, Paladin. Jo, danke, Chef. So. Control systems all reporting back nominal. Ah, okay, wir müssen runter. Das lief ja doch besser als gedacht. Na gut. Ah, Paladin. Good. Now that the unfortunate matter regarding Dance has been settled, we can return to our primary mission. I'm ready, Captain. Good, because this mission demands your full attention. Now, before we launch our attack on the Institute, we need to address another threat. The Railroad. They're a small but capable group that uses subterfuge and guerrilla tactics to harass their enemies. Our tactical analysis says they could possibly hamper or harm our operations, which is a risk I'm not willing to take. If we strike them now, we should be able to maximize the amount of damage we do to their organization. Fine, but it hardly seems worth our time. The Railroad may not appear to be a threat, but I can assure you they are a potential danger. Destroying the Railroad hinges on completely eliminating their leadership. Otherwise, they'll simply regroup somewhere else. To that end, here's a list of the 5 targets we believe would cause a catastrophic failure in their chain of command. Do they all have to die? Absolutely. It's the only effective way of ensuring that they're no longer a threat. Now, before you depart, Proctor Ingram has additional orders for you to complete. Our sources tell us that the Railroad has some sort of experimental or prototype robot in their headquarters. They're calling it the Predictive Analytic Machine, or PAM for short. Cute, huh? They use the robot for complex strategic calculations that are much more efficient than anything we can generate here. If you could use this holotape to decrypt the security on PAM's terminal, it will force the unit to return to the Pridwin. I'm certain we could put PAM's computing power to good use. Otherwise, destroy it. We wouldn't want it to fall into the Institute's hands. Collecting technology for you is becoming a habit, Proctor. A habit you appreciate, I hope. I'm certain the Paladin appreciates that the acquisition of technology is one of our most sacred tenets. When you're ready, proceed to the Old North Church and link up with our assault team. They'll provide demolition support and all the firepower you'll need to take the Railroad down. Ad Victorium, Paladin. Try and get Pam back here in one piece, okay? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich gerade gar keine Lust mehr habe, weiterzuspielen? Könnt ihr euch das auch nur ansatzweise vorstellen? Ach, es ist so schlimm, dass die sich hier alle auf die Fresse geben müssen und dass keiner irgendwie sagt, nö, warum? Lasst uns doch irgendwie zusammen was machen, weil das ist gut. Und dann sind wir stark und dann können wir hier was richtig Schönes auf die Beine stellen. Nö, warum? Bringt ja nichts. Wir sind halt die Besten und die anderen sind die Doofsten und deine Mama hat sowieso 3 Hörner auf dem Kopf. Also, boah. Okay, mein erster Befehl wird sein... Halt die Schnauze. Quatsch mir nicht einfach von der Seite an. Ich bin gerade in ganz fieser Laune. Freundchen. Kick nicht so. Wenn du jetzt deine Lampe da oben machst.
Hesitating to pull the trigger on any of the Commonwealth scum can be fatal. Du Spasti, willst mir irgendwelche Tipps geben? Du schraubst da am Boden rum. Ich habe gerade eine Laune, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, macht keinen Fehler, jetzt ist er aber hier. Jetzt ist das Eichhörnchen in die Ecke getrieben worden. Jetzt gibt's fiese Gesichtsschmelzungen. Amtlich und ordentlich. Victorian, Brother. Ja, halt die Schnauze. Brother, du bist ein Initiate, Schnauze. Du auch, Schnauze. Alle Schnauze. Verdammte Brotherhood, verdammte Institute, verdammte Minuteman, alle bescheuert hier. Now that Dr. Lee's arrived, I'm certain she'll be vital to the Brotherhood's success. Ne, das geht mir gerade sowas von gegen den Strich, dass du halt wirklich hier keine Möglichkeit hast zu sagen, so ein... Ja, nee. Will ich nicht und so. Das ist total bescheuert. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Ach, hier sind wir. Ja, da hatte ich ja beim letzten Mal schon mal eine kleine Pause gemacht. Also werden wir jetzt mal den langen Weg nochmal gehen. Einmal drumherum. Oder? Nee. Wir sehen uns gleich wieder und ja, dann würde ich sagen, also wenn ich da drüben bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich jetzt hier hochgekämpft. Das war wirklich ein Kampf. Und hab hier dieses Dingsbums entdeckt. Hier sind so viele. Noch ein Power Armor. Brauchen wir noch eine Power Armor Piper? Eigentlich nicht, oder? Guten Tag. So, ja, man würde... Sure it's safe to swim here? Ja, gut. Darf ich mich hier wieder hochkämpfen? Irgendwo? War doch hier, glaube ich. Ach, Mann. Zum Glück kann ich hier unter Wasser atmen. So, ja, hier war's. Nee. Doch, vielleicht. Keine Ahnung. Oh, ich bin unter der Map. Das ist doch schön. Okay, gut. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, denn ich muss mal schnell fast traveln. Obwohl, ne, das ist ja egal. Ja, gut. Eigentlich wollte ich das nicht tun, Fast Travel benutzen, aber wenn ich jetzt unter die Map gefallen bin, dann, ja, ist das, glaube ich, vonnöten. Da sei mir dieser kleine Lapsus gegönnt. Jedenfalls hoffe ich es. So, wir sind wieder hier in meinem Revier. Hier stinkt es nach Bier. Ich zähle bis 4. Oder irgendwie sowas. So, aber theoretisch habe ich auch im Moment... gar nicht mehr so die Zeit, auch von der Aufnahme her, dass wir jetzt wirklich dieses, das lange Ding hier mit der Churchard jetzt noch machen könnten. Ja, ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Episode auf und gucken mal, was es hier oben gibt. Zeug entdeckt. Ist das nicht toll? Bist du da schon wieder runtergefallen? Ach, Piper. Ups. Tut mir leid.
Ein Shotgun Shell. Eine verkettete Tür. Kann die aufschießen? Okay, da müssten wir rein. Da wollen wir aber, wie gesagt, noch nicht rein. Ja, das heben wir uns auf jeden Fall für die nächste Episode auf. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas Interessantes in der Nähe finde. Was man jetzt machen könnte. Oder ich werde diese Episode jetzt hier gleich verenden lassen. Blockiert mich mit der dicken Power Armor. Mhm. Oh. Ein sehr, sehr starker Stuhl. Ein sehr starker Stuhlgang. Obwohl, ne, er ging ja nicht, der blieb ja stehen. So. Pupi, pupi, puh. Was haben wir denn hier? Ein Hinterhof. 50 Bottle Caps. Nice. Entschuldigung. Was haben wir eigentlich hier? Boxing Gym. Yep, das stimmt wohl. Boxing Gym. What? The one, the two, the three. Save advanced. Ugh. Boop, boop. Yes. Sehr schön. So. Da liegt einer rum. Bottle Caps. Sehr schön. Das ist ja süß. Voll süß, ey. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Na gut, jetzt habe ich hier genug Zeit verplempert. Ja, ich würde einfach sagen, machen jetzt hier Pause. In der nächsten Episode geht es dann in die Kirche und ich hoffe inständig, wirklich aus ganz tiefstem Herzen, dass wir das auch irgendwie ohne Blutvergießen regeln können. Das wäre nämlich was ganz, ganz Tolles. Ja, dementsprechend danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt cremig und fluffig. Mein Name ist Talad und ich hoffe, ich schalte in der nächsten Episode wieder ein, wenn das wieder heißt Fallout 4 mit Taladir. Bis dann. Tschüss.